Hier Traffic. Der Jean Eric. Genau, nach dem Motto, ich, boah, so habe ich es verlernt. Shit, so habe ich deinen Satz gelesen. Nach dem Motto, ich fahre erst, wenn es regnet. Eieiei, ich Depp. Genau, genau. So ungefähr. Ja, sorry fürs immer wieder Spulen, aber neue Strecke, kurz gelernt im Trocken, jetzt noch im Regen. Ist doch nicht deine Schuld, ist doch mein Problem, wenn ich das lese. Ich hätte es auch einfach später lesen können. Die Kurve versemmle ich eh immer. Ich habe ein Trockensetup, da das Q3 trocken ist und das Rennen auch trocken ist. Und ich kann es dann nicht mehr ändern. Also Rennen ist komplett trocken, deswegen Trockensetup. Also Regen-Setup ging im Trocknen, aber andersrum. Ist vielleicht schwieriger. Was wir draus machen können. Wir müssen ja nur unter die ersten 16 kommen. Wer jagt mich denn da? Achso, der Eriksen. Das 1,31 brauche ich. Boah, das ist gefahren vorhin. 1,34, oder? Weiß ich gar nicht. Ich vergesse. Fantastisch, das war die schnellste Runde. Ja, richtig geilen fetten Burger. WW Ben, schön, dass du wieder da bist. Und willkommen im nächsten Regensegment. Text dreht durch irgendwann, hey. Klatsch ich den Regen. Oder? Irgendwann hier Zipfelklatsch oder Regen. WW. Tool. Machst du die ganze Zeit durch oder was hast du vor? Nö, also ich stream doch mal ein bisschen in der Früh und dann höre ich auf. Ist nicht so richtig durchmachen. Ach so, scheiße, gell? Meinst du, das regnet durch? Durch den Regenschirm. Also einfach jetzt chillig streamen.
Bis ihr alle weglauft, dann laufe ich hinterher. Das gibt's doch nicht. Das war jetzt gerade so schön da. Das war jetzt gerade so schön hier. Das war jetzt echt geil. Nur habe ich diese scheiß Kurve wieder nicht erwischt hier im blöden Regen hier. Ich flieg eh hinten, ich dachte ich flieg vorne. Hörst du so alles gerade so leise? Kimi ist schnellster. Regenphobie, habe Angst aus dem Fenster zu gucken, nicht die Sonne zu sehen. Ich mag gar nicht Regen. Solange es nicht übertrieben ist, so wie hier, kann man eigentlich super zocken im Regen. Hat man kein schlechtes Gewissen. Ich glaube nicht, dass ich noch mit dem Sprit noch eine Runde fahren kann. Aber es sind ja eh Intermediates, von daher fahren wir noch, dass das Zeug hält. Baust dir halt irgendeinen Power-Regenschirm, du. Dann geht das schon. Für dein Laptop einen extra Regenschirm. Und dann das Zelt immer mitnimmst und rausgehst. Nee, das glauben wir jetzt nicht. Wir glauben schon, dass du wirklich eine Regenphobie hast. Jetzt kannst du dich nicht wieder hier korrigieren, das ist vorbei, Psycho. Einem Psycho glauben wir lieber die Version mit dem Regen, mit der Phobie. Na dann, schauen wir mal. 12 sogar jetzt wieder, och man. Achso, nur wegen meinem F1-Stream, verstehe ich. Ja, nee, ich habe nicht mehr gespielt Borderlands. Weißt du gar nicht, wie weit ich in der Story bin? Ich habe ja schon so viele, keine Ahnung, muss man schauen, wie weit ich bin. Momentan kein Bock auf das Gejump, hast recht, also war echt schrecklich. Es ist ja schlimmer als Mario, dieses Rumgespringen, Rumgeficke da. Also Q2 auch noch Regen. War nur teilweise. Mit Biegen und Brechen Q2 erreicht. Geil. Hast du aufgehört zu ringen? Dann sofort raus hier. Sofort raus, ja. Auf geht's. Machen wir direkt fliegende Runde. Scheiß drauf. Versparen ein bisschen Zeit. Ist eh jetzt hier blöd. Trocken. Wir müssen es schaffen, eine Runde zu schaffen, bevor es regnet. Ich sag nur Regen. Schaffen wir eine Runde. Ja, genau, so mache ich es nicht.
Aber geht schon. Also ich finde die nächste Kurve sehr, sehr schwer einzusehen. Die links-rechts. Wieder. Die finde ich krass hier, weil die zweite so eng ist und die erste so aufmacht. Was, kein Regen, sofort D-Follow. Ja. Auf jeden Fall. Das ist ja der offizielle Regenstream. D-Follow, Ansam, alles was nur geht hier. Löschen hier und am besten verbrennen den Computer. Ich nutze das G27 von Logitech. Eigentlich das coolste Lenkrad, das fast mit allen Spielen kompatibel ist. Ja, weil ich der Einzige bin. Also wegen dem 2015er muss ich mir noch überlegen hier. Ich würde ja gerne mit dem Thrustmaster fahren, da es das richtige Formel 1 Lenkrad sogar ist. Das läuft halt nur auf der Xbox One sehr gut, auf dem PC dann weniger. Ja, für die Xbox, aber ich bin mit dem Fanatic Lenkrad, das bin ich nicht zufrieden. Egal, was Sebastian macht. Wo ist seine Pole sonst wohin? Du weißt schon. Kommt auch schon so, auch noch mit der schnellsten Runde. Da sind so viele Einstellungen. Das ist ein Fanatic-Lenkrad, dass du dann einfach ist too much. Und die Spiele, es wäre schon geil, wenn sie Spiele perfekt supporten. Dann wird es bestimmt gut gehen, aber macht ja kaum ein Spiel. Und du musst ja, wenn du auf der PS3 gut spielen willst mit dem Lenkrad, simulierst du ja das G27. Also du gibst ja, da kannst du einstellen, dass das Lenkrad sich als G27 ausgibt oder als G25, irgendwie so. Du kannst es auf einem PC auch machen. Und dann sind die Spiele auch kompatibel. Sind zu kalt, hey. Im Red Bull kriegst du den Scheiß nicht warm. Ich bin froh.